Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir die Seiten nämlich lösen. Jetzt lösen wir erstmal oben die Locking-Techniken. Dann nehmen wir einen kleinen Imbus. Normalerweise habt ihr diese Imbusschlüssel eigentlich immer bei der Gitarre oder man hat die einfach vorrätig aufgrund von diversen IKEA-Möbeln oder ja, eigentlich hat jeder solche kleinen Imbusschlüssel. So, kann man aber auch hier mit so einer kleinen Zange lösen. Die sind dafür auch ausgelegt, die meisten Locking-Techniken zumindest. So, schrauben wir auf. Und dann nehmen wir uns das Ding raus. Das sind drei Stück meistens an der Zahl. Bei 7-Seiter kann das auch ein bisschen mehr sein. Raus. Und packen erstmal schön zur Seite. So, jetzt kommt der eigentliche arbeitsreiche Teil. Und zwar nämlich das Lösen der Saiten. Ich muss jetzt hinten bei meinem Locking-System, muss ich jetzt hinten auch noch die Saite noch lösen. Die sind halt mit so einem kleinen Stab festgemacht. Da muss ich die hinten auch lösen. Ihr hört jetzt auch das Knacken der Saiten durch das Lösen. Ich kann natürlich auch vorne erst ein bisschen die Saitenspannung, wie man halt möchte, ist jetzt eigentlich egal. Nur so wird es halt schon mal, die Saite schon mal ein bisschen rausgezogen. Weil die können nämlich auch hier immer ein ganz kleines bisschen. Ups. Und da ist sie gerissen, aber das passiert schon mal. Die können nämlich hier auch durch, das, ich sage jetzt mal, dadurch, dass man halt hier die ganze Zeit mit der Hand drauf spielt, können die Saiten auch so ein bisschen korrodieren. Und dann kann es schon mal passieren, dass sie hier sehr, sehr, sehr fest klemmt. Und ja, da muss man dann schauen, dass man da die Saiten dann ordentlich dann reinpackt. So. Jetzt holen wir sie hier mal raus. So, und ihr seht jetzt hier eine Sache. Bei den meisten Gitarren haben wir halt so Balls End Geschichten. Also solche Saiten, die hinten noch so eine Kugel dran haben. Die haben wir übrigens hier auch, aber das wird hier andersrum Also bei meinem Tremolo-System ist es so, dass die Saite an sich, die pure Saite, wird halt hier hinten eingeführt. Normalerweise habt ihr das, ich sage jetzt mal so wie bei meinen anderen roten, dann haben wir hier hinten solche Einführungen der Saiten und dann wird die Saite hier eingeführt. Das System ist eigentlich fast gleich. Es wird halt hier nur durch diese kleinen Bolzen festgehalten. Und dann wird es hier oben dann festgemacht. Wenn wir jetzt hier bei so einer Gitarre, es ist meistens oft, habe ich das gesehen bei Ibanez-Gitarren, haben wir das, dass wir entweder das Bolzen unten abschneiden müssen, das würde ich euch aber nicht raten, sondern einfach die Saite andersherum reinspannen. Das machen wir aber gleich. So, jetzt werden wir hier oben erstmal noch die Saiten lösen. Jetzt geht das alles dann auch recht schnell mit der Saitenkurbel. Wer keine Saitenkurbel hat, muss halt viel Arbeit investieren. Ich werde die Saiten aber auch jetzt nicht so viel aufziehen, so wie die das hier gemacht haben.